Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder bei Captain Ruff. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Ich bin ja jetzt letztes Mal hier irgendwie hängen geblieben. Ups. Nicht speichern. Achso, das läuft ja gar nicht. Ich wollte jetzt gerade mit WASD steuern, aber so funktioniert es ja nicht. Ah, okay. Flugpläne, können wir uns das angucken? Nee. Oder hier, können wir hier irgendwas machen? Oder hier? Er sagt, er hat keine Ahnung, wie es funktioniert. So, die Übersetzungsmaschine. Das Buch haben wir ja schon eingeworfen. Ich sollte mit Kralek reden, sagt er. Komm, wir reden nochmal mit Kralek. Was muss ich tun? Das Übersetzungsgerät funktioniert nicht. Naja, wenn ich mich richtig erinnere, du solltest die Stromzufuhr umgeleitet, damit du warmes Wasser in der Dusche haben konntest. Du hast recht. Also, was soll ich tun? Naja, du musst erstmal den Strom umleiten. Aber ich glaube, du brauchst einen Schaltplan. Hier sind sie ja. Ah, wir haben einen Schaltplan bekommen. Das ist sehr gut. Wo ist er denn? Hier, Schaltplan. Ich will den Schaltplan. Das ist ja den Taschentuch. Schaltplan. Ah, okay. Das ist die Übersetzungsmaschine. Okay, und hier 3, 2, 1, 2. Gut, das werde ich mir mal aufschreiben. Was ist denn da an der Seite? Das sind da Knöpfe? Der Knöpfe. Da rausgehen. Ach, Kabel. Okay. Die aus dem Gelb, Blau, Grün, Rot. Ach so, okay. Gelb, Blau, Grün, Rot. Nochmal kurz auf den... Ah, okay. Gelb, 3, Blau, 2, 1, Grün, Rot, 2. Alles klar. Gut. Ich nehme mal an, das hat damit zu tun mit dieser... Da war doch so ein Ding da, wo die Hebel alle irgendwie falsch gelegt waren. Gehen wir mal da hin, mal gucken. Ja, du hast es selbst gemacht. Schön. Wo war denn dieses Teil? Hier? Ne. Maschinenraum war das, oder? Hier. Der Router. Ah, hier haben wir es doch. Gelb, Blau, Grün, 1. Grün, 1. Okay. Gelb, 3. Nein. 3. Dann Blau 2 haben wir und Rot 2 haben wir auch. Rot 2 kann man jetzt gar nicht mehr verstellen, wa? Die kann man nicht mehr verstellen. Jetzt kann man sie gar nicht mehr verstellen. Ja, dann müsste das doch jetzt okay sein hier, oder? Ach, guck mal, es funktioniert schon. Er wird hier aufgeladen. Wenn wir wieder rausgehen. So, da müssen wir jetzt auf der Übersetzungsmaschine Strom haben. Ja, mal wieder hingehen. Und mal glubschen. Zurück zur Über... Teetasse. Teetasse? Das ist eine kleine Tasse auf einem sehr merkwürdig aussehenden Teller. Ah, eine CD, sehr geil. Wir haben die CD, wir haben die CD. Sehr schön. So, Französisch auf Deutsch. Weiter geht's. Ich brauche die Tasse nicht. Nee, die Tasse würde ich auch gar nicht haben. Gucken wir hier nochmal. Haben wir da vielleicht irgendwas übersehen? Lebensnotwendige Güter.
Ah, hier. Leerer Eimer. Cool. Er wird mir von Nutzen sein. Okay. Mal gucken, wofür wir den Eimer brauchen. So, Navicontron müsste ja jetzt wieder gehen, oder? So, und wenn wir jetzt... Achso, guck mal, bis der nächste Tipp kommt, müssen wir mal eine Weile warten hier. Dann würde ich mal sagen, das Ding müsste doch jetzt gehen. Los, geh an. Er hat keinen Strom. Was? Gibt's hier noch irgendeinen Schalter? Ich sollte in den Strom umleiten, na, das habe ich doch schon gemacht. Gut, ich gehe noch mal in den Maschinenraum. Ich dachte, ich hätte das schon richtig umgeleitet. Eieieiei. Hier ist doch der Router. Was habe ich denn da falsch gemacht? Gelb 3 habe ich doch. Ach hier, Router aktivieren. Ah. Oh. Okay. Oh, jetzt geht er. Ja. Schau, er hat's endlich kapiert. Gut, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, Elektriker, Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Hallo. Roboretter. Bett. Okay. Dann will ich hier wieder hoch. Wir haben den Strom angeschaltet. Da, 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 ja, da, 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 da. Da-da-da. Die Anleitung ist in der Bedienungsöffnung. Nur CD-Schlitz. Ah, das ist ein Schlitz für die... Gut, die haben wir doch im Inventar, die CD. Ja. Lalala. Jo. Cool, jetzt übersetzt er. Er übersetzt das Handbuch. Sieht so aus, als könnte der Übersetzer die... Nein! Warte mal. Mag sein. Schließlich haben wir sie. Ich nehme sie einfach wieder heraus. Dann würde ich jetzt mal ganz... würde ich die mal... Die CD benutzen mit Taschentuch. Oder so. Ah, sehr schön. Wir haben die CD sauber gemacht. Ich bin mir nicht sicher, was da sonst noch überall rumgeschmiert wurde. So, jetzt aber. Ja, sie glänzt und funkelt. Ah, okay. Das Buch wird übersetzt, sehr schön. Und nun? Ich hätte es ganz gerne wieder. Ah, hier ist es. So, dann werden wir es uns mal rausnehmen. Der Schlitz hat die CD überzerkratzt, okay. Diese verdammten japanischen Elektrogeräte. Toll, jetzt kann ich Robretter richtig einstellen. Ah, kann ich es auch lesen? Übersetzte Bedienungsanleitung. Ich habe es geschafft, die Anleitung zu übersetzen. Da steht, um Robretters Mark 3 neu zu starten, öffnen Sie die Bedienungsluke, drücken Sie den Reset-Knopf. Wie clever. Okay. Dafür muss ich jetzt die Übersetzung... Na gut, ist okay. Kein Problem. Mal die Leiter runtersteigen. Robretter... Okay, der Anleitung nach muss ich die Bedienungsluke öffnen. Genau das will ich tun. Und den Reset-Knopf drücken. Okay. Guten Morgen, Robretter. Wie geht es dir heute? Bop. Bist du bereit loszulegen und die Welt zu retten? Bop. Toll, lass uns losgehen und dich Kralek präsentieren.
Haben wir uns da verstanden? Ich will, dass du sie findest. Ja, ich verstehe. Achso, das ist jetzt jemand anders. Oh. Nicht nötig, es zu verstehen. Tu es einfach. Der hat wohl Kontakt mit irgendwelchen Bösewichtern. Ich kümmere mich sofort darum, Sir. Hey. Oh, du bist hier? Wer war das? Was das? Nichts, nur irgendein Kind, das einen Telefonstreich gespielt hat. Lügner. Du hast Unterstützung angefordert, nicht wahr? Ich habe dir ausdrücklich gesagt, nicht das Revier anzurufen. Kommen sie? Nein, sie kommen nicht. Scheinbar haben sie von diesem Schiff gehört. Wollten nur unseren Status erfragen. Was hast du ihnen erzählt? Ich habe ihnen nichts erzählt. Wir haben kein Notsignal empfangen. Ich will das alleine machen. Ist ja gut, ich habe schon verstanden. Gut. Geh jetzt zurück zu deinen Instrumenten. Ich will landen und zwar so schnell wie möglich. Nötig. Ja, Sir. Das heißt so schnell wie möglich, du Trottel. Errungenschaft Robotics. Okay. Gut, jetzt quatsch mal nochmal mit Kralek. So. Oh, mein Ortungsgerät. Stimmt, das ist ja auch noch. Ist doch das eine, wo die Antenne fehlt. Wie soll ich denn mein Ortungsgerät reparieren? Mann, es fehlt nur die Antenne. Du bist Captain Barf, überleg dir was. Okay. Fenrich, Robretter ist jetzt an. Toll, wenn sonst alles fertig ist, können wir ja nach Yama Spazea weiterfahren. Tut mir leid, dass ich dich belästigt habe, was auch immer. Gut, Robretter ist an. Da müssen wir jetzt die Antenne reparieren. Können wir hier einen Tipp holen noch? Nee. Ah, hier ist der Tipp. Kombiniere leere Eimer mit Silikonblock. Na geil. Machen wir doch glatt. Leere Eimer kombinieren mit Silikonblock. Cool. Und dann machen wir mal den Ofen auf. Genau. So können wir den nämlich bestimmt aufweichen. Haha. So. Und an. Ein Batzen Silikon in einem Eimer. Kommt sofort. Ich werde die Luke schließen. Okay. Und nun? Fertig? Ja, toll. Jetzt habe ich das geschmolzene Silikon in einem Eimer. Seht zu, wie ich die Welt erobere. Okay, und jetzt? Jetzt müsste ich doch die Antenne ankleben können, wa? Hier mit dem Kupferkabel? Oh ja, das Silikon wurde wie verrückt mit Kupfer zusammengehalten, okay? Und jetzt haben wir hier noch dieses Ding hier. Kann das nicht gebrauchen. Oder so. Nein. Warum denn nicht? Das muss doch da rangeklebt werden. Mit? Ach, mit Robretter. Nee, hier mit dem Ding. Ja, das könnte es festhalten. Jetzt kann ich ihm das Teil geben und dann habe ich eigentlich meine beiden Dinger hier erledigt, wa? Oder? Ja, cool. Fenrich Kralek. Da, ich habe mein Ortungsgerät repariert. Toll. Alles ist eingestellt, wir können los. Großartig. Ich habe den Flugplan gemacht und eine taktische Analyse durchgeführt. Wir sollten ungefähr in einer halben Stunde auf Yama Spazea landen. Juhu. Wir werden so viel Spaß haben, nicht wahr, Robretter? Beats, Beppi, Bob. Oh ja, es geht weiter. Wir haben das erste Level scheinbar geschafft. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss.